Liebe Gemeinde, heute ein anderer Hintergrund, der Himmel. Das hat seinen Grund. Denn der Wochenspruch zum Sonntag ex Audi, an dem wir Familiengottesdienst feiern, steht ganz im Zeichen des Pfingstfestes und lenkt unseren Blick nach oben. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Johannes Evangelium Kapitel 12, der Vers 32. Darum geht es, den Blick nach oben zu wenden. Denn wenn ich dieser Tage um mich sehe, dann haben die 14 Wochen, in denen Schulen geschlossen waren und wir auf vieles verzichten mussten, ihre Spuren bei den Menschen hinterlassen. Viele Menschen sind gebeugt, manche sind auch wütend, manche sind frustriert. Es gibt viele Verhaltensauffälligkeiten, von denen gerade die Ärzte Bericht zu berichten wissen. Wir hoffen, dass andere Zeiten kommen. Und um die Hoffnung geht es in diesem Gottesdienst. Das hat sich unser Team gewünscht. Wir möchten Hoffnung schöpfen, begründete Hoffnung. Hoffnung, die auf Gottes Wort fußt. Wir laden Sie ein, in unsere Versöhnungskirche mit uns gemeinsam zu feiern. Kommen Sie mit hoch.
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, große und kleine, heute feiern wir Familiengottesdienst. Und in diesem Familiengottesdienst sind miteinander verzahnt die Kindergottesdienst-Kohltüten und das, was wir heute machen. Diejenigen, die eine Tüte erhalten haben, können sich schon mal heraussuchen, den Psalm und das Gebet. Dann können sie nachher mit uns zu Hause mitbeten. Es geht heute in diesem Gottesdienst um den Hoffnungsgeist, den Geist, den Gott uns geschenkt hat, der seit Beginn der Schöpfung da war und den Jüngern an Pfingsten neu bewusst wurde. Und spannend ist ja, was die Leute sagen, wenn man sie nach Pfingsten oder nach dem Heiligen Geist fragt. Ich darf heute mit ausdrücklicher Genehmigung ein Video einblenden, was Kindergartenkinder in der Nordkirche gedreht haben. Ich denke, einige von uns werden ins Nachdenken kommen und einige vielleicht auch ins Schmunzeln. Viel Freude! Kommt immer, wenn es abends ist und guckt, ob die Kinder alle im Bett sind. Also der kann auch durch die Wände gehen und der kann auch fliegen. Ja, der passt immer auf alle auf. Den habe ich schon mal gehört irgendwo, aber... Jesus schickt den runter, wenn zum Beispiel wir gerade ganz traurig sind oder so. Und der ist ein Geist, aber der lebt. Der ist unsichtbar, den sieht man gar nicht. Und wenn wir Böses tun, dann fühlt er sich nicht wohl bei uns. Dann fliegt er weg. Der passt auf uns auf. Der ist ganz heilig von Gott gesegnet. Und von Jesus. Der kommt im Gebet zu uns. Und er bringt uns Glück. Ist ganz nett und hilft uns dann manchmal. Und er ist durchsichtig. Bei Aufräumen. Das ist ein Geist, nur welcher der heilig ist. Der Heilige Geist macht den Wind. Also, er muss ja irgendwo hier sein. Und dann fliegt er wieder zurück oben in den Himmel und legt sich hin. Psalm 118. Du hilfst den Kindern, wenn Ältere ihre Macht ausnutzen. Danke, das macht mir Mut. Wenn du bei mir bist, fürchte ich mich vor niemandem. Auf andere Menschen kann ich mich nicht immer verlassen. Auch meine Eltern halten nicht jedes Versprechen. Nur bei dir kann ich sicher sein. Du hilfst den Schwachen, wenn die Starken sie bedrohen. Kleine machst du groß und Ängstliche mutig. Wenn ich glaube, ich sei zu nichts nütze, dann kommst du und zeigst mir, was ich kann. Wenn ich denke, dass mir nichts gelingt, weiß ich doch, dass du mich liebst. Du hörst nie auf, mir zu helfen. Bleib auch weiterhin bei mir, denn jeder Tag mit dir ist so wunderbar. Ich habe dir so viel zu verdanken, dass ich nicht aufhören kann zu jubeln. Ich will mit meinen Freunden ein Fest für dich feiern und um den geschmückten Tisch tanzen. Wir freuen uns und loben dich, denn du wirst uns niemals verlassen. Gott, du gibst uns deine Geisteskraft und schenkst uns Mut und Hoffnung durch sie. Wir hoffen, dass sich Menschen verändern, dass sich Situationen verändern, dass sich deine Welt verändert. Gott, deine Geistkraft weckt große Hoffnung und großen Mut. Du machst das Leben hell durch sie. Deine Geistkraft ist wie das Licht einer Kerze für mich. Sie tröstet mich, wenn es mir schlecht geht.
hilft mir, mich zurechtzufinden. Ihr kann ich alles sagen. Sie steht immer zu mir. Sie schützt mich und sie macht mich gesund. Danke dafür. Amen. Lassen wir die Geistkraft erzählen. Ganz am Anfang war ich schon da. Ich war da, bevor du geboren wurdest und auch bevor deine Eltern geboren wurden. Ich war sogar schon da, als deine Großeltern noch Windeln anhatten und auch, als deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern im Sandkasten gespielt haben. Ich war schon immer da. Aber sonst war da am Anfang noch nichts anderes. Alles war dunkel, aber nicht unheimlich. Es war so, als ob gleich die Sonne aufgeht. Nur, dass die Sonne eben noch nicht da war. Ich schwebte durch das Überall und alles war möglich. Es war so ähnlich wie an einem schönen Ferientag. Du wachst auf und hast nichts vor und kannst alles machen. Spielen oder malen oder lesen oder fernsehen oder rausgehen. Alles ist möglich. So war das auch am Anfang. Alles war möglich. Und ich hatte so große Lust, etwas zu machen. Am besten alles auf einmal. Spielen und malen und rausgehen. Fernsehen gab es noch nicht, das kam später. Was sollen wir machen, habe ich Gott gefragt. Gott war auch da, na klar, er ist ja immer da. Und Gott hat gesagt, wir machen einfach alles. Und wir haben losgelegt. Erst einmal hat Gott Licht gemacht, sonst hätte ich gar nichts gesehen. Eine schöne Sonne war das Richtige. Magst du sie auch? Ich finde sie immer noch großartig, auch nach den vielen Jahrmillionen Jahren. Und als es hell geworden war, da hat Gott losgelegt, aber so richtig. Und er hat alle. Thank you.
Ich habe mit Wasser gespielt und mit Sand. Ich habe an den Blumen gerochen und die vielen Blüten bestaunt. Ich habe mit den Tieren gespielt. Damals gab es noch viel mehr Tiere. Ich bin auf Dinos geritten und auf Riesenvögeln geflogen. Ich konnte mit den Delfinen tauchen und Schmetterlinge kitzeln. Und natürlich alle Katzen und Hunde streicheln. Meine Güte, das war ein toller Tag. Und als alles fertig war, habe ich es mir angeschaut. Gott sagte, na, ist das nicht alles toll? Und es war alles toll, sogar sehr toll, sogar sehr, sehr, sehr toll. Los, da war keiner, der sich mit Gott und mir daran freuen konnte. Also sagte Gott, dann lass uns doch Menschen machen. Ich wusste nicht, was Menschen sind. Lach nicht, es gab solche wie euch doch damals noch gar nicht. Gott hat sich hingesetzt, einfach so, mitten in die Pampe auf dem Boden. Und dann hat Gott mit der Pampe gespielt. Sehr spannend, ich knete auch immer gern. Und Gott machte so lustige Mannequins, große und kleine, helle und dunkle und dünne und dicke. Jede Figur sah anders aus und alle sahen richtig gut aus. Gott kann das halt. Und nun habe ich Gott gefragt, sagte Gott. Und schaute sie an, die Mannequins. Die waren wirklich alle schön, aber die haben nichts gemacht. Standen nur rum und guckten ein bisschen doof durch die Gegend. So ist das doch kein Leben, sagte Gott zu mir. Willst du mir vielleicht helfen? Au ja, rief ich, denn ich fand euch Menschen direkt wunderbar. Ich wollte gerne auch was für euch machen. Also, sagte Gott, wenn es dir recht ist, puste ich dich in meine Menschen rein. Dann kannst du in ihnen drin für ein bisschen mehr Leben sorgen. Was soll ich denn in ihnen drin machen, habe ich Gott gefragt. Immer das, was gerade nötig ist, hat Gott gesagt. Wenn sie traurig sind, kannst du sie trösten. Wenn sie Mut brauchen, gibst du ihnen Mut. Schenke ihnen auch viele Fragen und mach sie neugierig, sonst ist es so langweilig auf meiner schönen Welt. Und ganz wichtig, erinnere sie jeden Tag daran, dass ich sie liebe. Mit jedem Atemzug, den sie tun. Machst du das? Was für eine Frage! Das habe ich natürlich sofort gemacht. Ich habe die allerschönste Aufgabe der ganzen Welt bekommen, direkt am Anfang. Und ich mache sie immer noch, jeden Tag. Was denkst du, wer ich bin? Ich komme von Gott und bin ganz nah. Leider können wir euch jetzt nicht fragen, doch ihr wisst es sicher schon. Es ist die Heilige Geistkraft, von der wir heute eine weitere Geschichte hören werden. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Oder Tüte bekommen haben. Die wissen schon, was jetzt gleich passiert. Wir werden nämlich kreativ. Und dazu braucht ihr ein Stück Zeitungspapier. Wir haben so Verpackungsmaterial, aber ist ja egal. Das knüllt ihr zusammen als Ball. Dann brauchen wir ein Stück Schnur und Krepppapier. Das schon mal ausleeren. Super. Das ist schon alles vorbereitet.
Und damit zeigen wir euch, wie lebendig und inspirierend der Geist Gottes wirken kann. Wir basteln nämlich einen Flugball mit Regenbogenschweif. Und genau, wir legen einfach mal los. Genau, anschließend macht ihr euren Zeitungsball, wickelt ihr da drin ein und macht es zu mit der Schnur dann einfach. Da helfe ich dir gleich. Genau, und anschließend sieht der Ball dann erstmal so aus. Als nächstes nehmen wir das Krepppapier und schneiden da einfach ein paar Streifen ab. Die sind ja schon ein bisschen vorgeschnitten. Und dann werden die an den Flugball einfach dran geknotet. Und das Ergebnis zeigen wir euch gleich. Genau, und so sieht unser Flugball jetzt aus. Mit vielen bunten Farben. Und jetzt sind wir gespannt, ob der auch gut fliegt draußen. Nochmal holen. Holt ihn nochmal. Probiert es nochmal. Gut, nochmal holen. Du verwandelst meine Trauer in Freude, du verwandelst meine Ängste in Mut, du verwandelst meine Sorge in Zuversicht, guter Gott, du verwandelst mich. Du verwandelst meine Trauer in Freude, du verwandelst meine Ängste in Mut, du verwandelst meine Sorge in Zuversicht. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir werden jetzt die Pfingstgeschichte hören und sehen, mit wenigen Mitteln dargestellt, so dass wir begreifen können, was in der Bibel steht, was damals geschah. Ich möchte euch eine Geschichte zeigen, die Geschichte von Pfingsten, die Geschichte vom Hoffnungsgeist, wie er zu den Jüngern kam. Das ist Jerusalem. In Jerusalem war es lebendig. Die Stadt war voller Menschen. Denn in Jerusalem wurde ein Fest gefeiert, ein Erntefest. Die Menschen waren von überall her gekommen, sogar aus anderen Ländern. Sie waren alle fröhlich. Das ist ein Haus in Jerusalem. Es ist fest verschlossen. In diesem Haus trafen sich die Freunde und Freundinnen von Jesus. Seit Jesus gestorben und auferstanden war, waren sie immer zusammen, aber heimlich. Sie erzählten sich von Jesus. Viele Geschichten wussten sie. Sie erzählten von allem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Aber sie erzählten es nur untereinander und hinter verschlossenen Türen. Mit anderen Menschen sprachen sie nicht von Jesus, denn sie hatten Angst vor den anderen. Sie hatten Angst, dass ihnen dasselbe passieren könnte wie Jesus. Sie hatten keine Hoffnung mehr, dass sich etwas verändern könnten. Sie lebten in ihren Erinnerungen. Doch als sie an diesem Tag zusammen waren,
geschah etwas. Es war wie ein Brausen, wie ein Sturmwind vom Himmel, der durch das Haus fegte. Da erinnerten sich die Freundinnen und Freunde an das, was Jesus ihnen zum Abschied versprochen hatte. Ihr bekommt die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Geistkraft wird euch trösten. Sie wird euch Hoffnung schenken. Dann werdet ihr keine Angst mehr haben, von mir zu erzählen. Da veränderte sich etwas in ihnen. Es wurde ganz warm in ihnen, wenn sie an Jesus dachten. Es brannte ihnen auf der Zunge, von Jesus zu erzählen. Ihnen ging ein Licht auf, was zu tun ist. Sie hatten einen Geistesblitz. Der Funke sprang über, von einem zum nächsten. In ihnen brannte Hoffnung. Sie spürten Gottes Geistkraft in sich. Ihre Angst, die war wie weggeblasen. Ihre Herzen wurden weit. Sie gingen hinaus, zu den Menschen, die draußen waren. Sie erzählten von Jesus und sie konnten gar nicht mehr aufhören. Die Menschen waren verwundert und erstaunt. Denn obwohl sie aus verschiedenen Ländern kamen und in unterschiedlichen Sprachen redeten, konnten sie alles verstehen, was die Freundinnen und Freunde von Jesus erzählten. Manche machten sich über sie lustig und riefen, die sind ja betrunken. Nein, sagten die Freundinnen und Freunde von Jesus, das sind wir nicht. Gott erfüllt ein Versprechen. Ich will meine Geistkraft ausgießen auf alle Welt. Die jungen Menschen werden Ideen haben und die alten Menschen Träume von meiner neuen Welt. Das hat Gott versprochen. Und heute hat uns Gott diese Hoffnung geschenkt. Liebe Digitalgemeinde, große und kleine, Gottes Geistkraft macht uns Hoffnung, so wie damals auch den Jüngern und Jüngerinnen. Und vielleicht ist unsere Situation gar nicht so verschieden wie die der Jünger damals. Auch wir fühlen uns zu einem Leben in die Häuser verbannt. Nur dort können wir uns frei bewegen, ohne Mundschutz, können dort lachen, tanzen, lachen und lauthals singen. Auch wir fürchten, dass wenn wir rausgehen, dort der Tod lauern könnte. Ja, manche von uns haben erlebt, wie Menschen in ihrer Umgebung krank geworden sind, leider einige auch gestorben sind. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, die Zeit, in der wir vieles nicht machen können, was vorher selbstverständlich ist, die dauert einfach schon viel zu lange. 14 Wochen, hat zu mir jemand gesagt, und es schlägt uns allen aufs Gemüt, ganz besonders den jungen Menschen und den Seniorinnen und Senioren. Und da richtet uns Gottes Hoffnungsgeistkraft auf, wie damals die Jüngerinnen und Jünger. Erinnern wir uns. Es kommt ein Wind, ein neuer Lebenshauch. Der Wind ist der Lebenshauch Gottes. Der Atem, den er seiner Schöpfung einst eingeblasen hat, damit sie lebendig ist und es Freude macht, das Leben in all seinen Facetten immer wieder anzuschauen. Das können wir entdecken und wir haben viele Dinge und Wunder wiederentdeckt. Gerade jetzt rausgehen und schauen, was da alles wächst und krabbelt. Es ist wirklich alles schön. Wir müssen nur unsere Augen dafür offen halten. Und das allein schon tut gut. Sehen und staunen, wie schön alles ist, so wie wir vorhin gehört haben. Gottes Geistkraft kommt in noch etwas Zweitem, wird gesagt, im Feuer. Das Feuer steht für die Begeisterung der Jünger. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann muss ich einfach davon erzählen. Und die Menschen sind von den verschiedensten Dingen gerade begeistert. Und das hilft ihnen auch jetzt in der Krise. Zum einen, was uns alle natürlich verbindet, das Essen. So viele Essensbilder wie jetzt habe ich selten bekommen. Manche haben die Gartenarbeit wiederentdeckt. Manche renovieren ihre Wohnung, wieder andere wandern. Und das E-Bike ist bekanntlichermaßen ein wunderschöner Ausgleichssport. Manche schreiben Briefe,
andere Sportarten, Päckchen packen, telefonieren, basteln, malen, ein Musikinstrument, das man neu lernt oder, so wie ich es gerade mache, das Filme schneiden, ist ein herrliches Hobby. Begeisterung lässt uns viele Durststrecken überwinden, das ist gewiss. Und da ist es egal, ob draußen oder drinnen, es ist etwas, was uns trägt. Aber mit der Zeit, wenn die Zeit länger und länger wird, kann selbst das schönste Hobby öd werden. Und 14 Wochen sind eine lange Zeit. Und jetzt kommt das, was mich begeistert sein lässt von unserem Glauben. Da wird nämlich gesagt, was die Begeisterung am Leben erhält, dass sie anhält. Die Jünger, heißt es, öffnen ihr Herz. Sie teilen ihre Begeisterung miteinander, nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen, mit ganz Fremden, die staunen, dass sie sie verstehen können. Die Jünger wissen, dass das, was sie trägt, stärker ist als das, was sie niederdrückt. Und sie reden davon. Der Mund geht ihnen über, heißt es in den alten Übersetzungen. Liebe Gemeinde, das täte uns allen gut, wenn wir das täten. Nicht nur in unserer Gemeinde, auch im Staat und vor allen Dingen in den Medien. Davon zu reden, was gut ist. Die Hoffnung ist nicht klein zu kriegen. Jeder Tag, jeder Atemzug sagt uns, dass Gott diese Welt liebt und sie ist schön. Wir haben die Begabung von Gott geschenkt bekommen, das zu sehen und mit allem in dieser Zeit auch sinnvoll umzugehen. Dass wieder andere Zeiten kommen, das ist gewiss, ganz gewiss. Gottes Hoffnungsgeist verlässt uns alle nicht. Amen. Du hast uns deine Geistkraft gegeben, damit wir uns miteinander verstehen. Du machst uns froh, wenn wir traurig sind. Du machst uns mutig, wenn wir Angst haben. Du schenkst uns Hoffnung, wenn wir das Licht nicht sehen. Du tauchst die Welt in bunte Farben. Danke dafür. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stark, wenn wir einen guten Begleiter im Leben haben. Im Segen erfahren wir Gottes uneingeschränkte Liebe. Dies stärkt uns im Alltag und lässt große und kleine Menschen mutig durch ihr Leben gehen. Gott, du bist in mir. Gott, du umhüllst mich. Gott, du bist immer bei mir. Gott, du machst mich stark. Gott, du hältst mich an der Hand. Gott segne uns und behüte uns auf allen Wegen. Amen.